Guten Morgen von Tag 4. Ich bin gerade wach geworden. Und ja, gestern Abend kam tatsächlich niemand mehr. Dementsprechend war ich hier ganz alleine und habe somit meine erste Nacht alleine im Wald verbracht, weil hier ist ja nichts. Ich habe ja jetzt hier im Wald geschlafen. Hier ist ja nur die Komposttoilette und eine Bank. Ja, kein Zaun, kein gar nichts. Ja, gestern, als ich ins Bett gegangen bin, hat hier auf jeden Fall irgendwie ein Tier geschnüffelt. Das hat mich dann doch nochmal kurz nervös gemacht. Ansonsten wurde ich eigentlich ja schon oft wach, wenn ich dann irgendwie was gehört habe, dann hören wollte, was da so los ist. Ja, aber dementsprechend bin ich jetzt müde, weil ich halt oft wach wurde. Aber ich kann jetzt sagen, ich habe allein im Wald geschlafen. Ja, deswegen, also der Forststeig ist, was das angeht, echt eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt auch das Glück, dass ja an den ersten zwei Nächten dann immer Leute dabei waren. Ja, und ich dann jetzt gestern dann hier allein war, aber dann konnte man sich schon so ein bisschen eingrooven. Also dementsprechend sehr gut, um das Tracking auf jeden Fall alles mal zu testen und Bild testen und wie das so mit Wasserfilter ist. Also wenn ihr euch da nicht so gut wieder auskennt oder das noch nicht so oft gemacht habt, dann ist der Forststeig auf jeden Fall echt sehr praktisch. Gut, jetzt mache ich mir meinen Kaffee und mein Frühstück. Und dann geht's weiter nach Ostrov. Ja, und da schlafe ich heute auf dem Camping. Mein Cozy. Das habe ich selbst genäht. Da packe ich gleich mein Porridge rein, wenn das heiße Wasser drin ist, damit es schneller zieht und warm bleibt. Das ist mein Trail-Kaffee. Das werde ich übrigens die Tage auch nochmal ausprobieren. Das ist Instant-Kaffee von Blake. Der wiegt nur 3 Gramm. Und dann habe ich aus Holland so 2 Kaffeeweißer-Sticks mitgenommen, und wenn ich das alles zusammenrechne, 3 Gramm 2,5 sind 5, sind 8 Gramm versus 14 Gramm. Ich bin gespannt, ich halte euch auf den Laufenden. Ja, so stand ich jetzt hier, mitten zwischen diesen schönen Steinen im Wald, ganz viele Vögel um mich herum. Ja, hier eine kleine Baustelle, da nur diese Picknick-Ecke um mich herum im Wald. Und hier war ich ganz alleine, First Overnighter. With the sun on our backs, it's all we need.
bin gerade auf der Grenzplatte. Schau mal, wie toll das aussieht. Ich bin jetzt abgestiegen, nachdem ich gerade in der Nähe von Ostrov auf diesen Tafelberg gestiegen bin und dann die ganze Zeit so 4 Kilometer oben auf dem Berg gewandert bin. Jetzt bin ich gerade, wie gesagt, abgestiegen. War auch sehr abenteuerlich. War schön. Und hier ist nochmal ein Bach zum Wasser auffüllen. Sowohl direkt am Biwakplatz Serborn als auch 4 Kilometer davor bzw. danach, je nachdem, wo ihr kommt, kann man Wasser auffüllen. Kalte Cola, I hear you. So, ich bin gerade hier an der Otto-Mühle, also nicht in dem Gasthaus selber, das hat leider zu, obwohl es auf der Karte so angepriesen wird. Aber gegenüber ist so ein kleiner Imbiss. Und da gönne ich mir jetzt eine schöne kalte Cola und Pommes. Ach, wunderschön. Ja, nee, und dann geht's auf jeden Fall weiter und dann schlafe ich heute Abend auf dem Campingplatz. Mal gucken. Vielleicht gönne ich mir dann da auch nochmal Pommes. Ja, und vielleicht auch eine Dusche. Man weiß es noch nicht. Das ist übrigens mein Müll bisher nach 3,5 Tagen. Den schmeiße ich jetzt heimlich hier weg. Seht ihr da drüben die Felsen, die Tafelberge und darauf die Wälder? Genau so laufe ich jetzt hier auf der anderen Seite. Richtig schön. Übrigens, nehmt auf jeden Fall eine Zeckenkarte oder eine Zeckenzange mit. Ich habe mir gestern schon eine rausgeholt und man läuft hier wirklich teilweise richtig durchs Gestrüpp. Da bräuchte man schon fast eine Machete. Nein, ist natürlich schön, aber dafür ist natürlich die Gefahr von Zecken viel, viel größer. Und
wenn man bei so Temperaturen wie ich unterwegs ist und ein T-Shirt und eine kurze Hose tragen möchte, dann ist man auch schon etwas zerkratzt hier und da. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Man kann natürlich auch was Längeres tragen. Dann ist man sowohl vor Kratzern als auch vor den Zecken geschützt. Ja. Aber ey, das ist so schön. Sieht man das von der anderen Seite? Ja, und es war auch gerade echt schön, nach 4 Tagen mal eine Cola zu trinken. Ich habe mir direkt 2 gegönnt und noch eine Pommes. Und ich war auch kurz davor, mir noch eine 2. Pommes zu bestellen. Jetzt habe ich noch mal 2/3 der Etappe vor mir. Mein Kindle piepst gerade. Ich bin aber zu voll, den Rucksack jetzt abzunehmen und Kindle auszumachen. Da muss ich jetzt durch. Also weiter geht Tag 4. Auch geil. Also ich finde, der Weg ist doch deutlich besser ausgezeichnet jetzt als auf Tag 1 und Tag 2. Und jetzt bin ich gerade hier angekommen. Und jetzt stehe ich hier und denke so, wo verdammt nochmal ist die gelbe Markierung? Und jetzt schaut mal da, jetzt gehe ich ein Stück zur Seite. Tada, sieht man das? Also, ja. Und jetzt geht es da wieder eine Treppe hoch. Ich bin gespannt, ob ich dann von der anderen Seite irgendwie runter kann. Und ob das nur eine Aussichtsplattform ist. Naja, hier geht es dann gleich runter. Aber erst geht es hier hoch. Oh. Heidewitzka. So, da ging es jetzt gerade runter. Jetzt geht es hier Treppen weiter. Oh, so, da kam ich gerade runter. Die Leiter und dann hier so Treppen. Jetzt geht es da rein. Jana, ich muss an dich denken. Grüße gehen raus. Fühlt sich hier an wie auf dem Mullertal Trail. Da war gerade schon wieder so eine Stelle, wo ich fast stecken geblieben bin. So, jetzt geht's wieder durchs Gestrüpp. Vorhin musste ich eine kleine Umleitung nehmen wegen Forstarbeiten. Und dann hätte ich so doof im Dreieck wieder zurück auf den Forststeig gemusst. Das habe ich aber dann nicht gemacht. Ich habe dann so eine kleine Kurve, Schleife ausgelassen. Bin dann so einen stupiden Forstweg gelaufen. Bin jetzt wieder auf dem Forststeig. Ja, direkt wieder viel schöner. Aber aufgrund der Uhrzeit und ich wollte halt wie gesagt auch nicht im Dreieck so laufen, habe ich mich halt für diesen kleinen Shortcut hier entschieden. Und jetzt steuere ich den Campingplatz an. So, ich bin jetzt am Campingplatz angekommen. Ich habe mir jetzt hier ein Plätzchen gesucht mit Blick auf ein paar Schafe und nahe zu den Toiletten. Ja, ich baue jetzt auf, dann gucke ich mal, dass ich mir da noch in der Gaststätte ein tschechisches Bier gönne und mal gucke, wo ich hier Empfang habe und meine Powerbank ein bisschen aufladen kann. Und
Ansonsten ist der Drops hier gelutscht. Morgen geht's dann wahrscheinlich zum Biwak Taubenteich. Vielleicht kann ich aber auch ein bisschen weiterlaufen. Mal schauen. Ihr werdet es erfahren.